Ist Java noch zeitgemäß in der Hochschullehre? Ich unterrichte im ersten und zweiten Semester in der Informatik objektorientierte Programmierung und Programmieren interaktiver Systeme. Das heißt hier im Informatikstudiengang an der TH Mittelhessen. Das heißt faktisch, wir programmieren Java, lernen Java als Kernsprache. Was mich seit langem beschäftigt ist, ist Java eigentlich noch die Sprache, die geeignet ist, sie in der Lehre zu unterrichten? Was mich am meisten nachdenklich gemacht hat, ist der Punkt hier, zeig mir was. Wenn ich ein Semester gemacht habe, das sind ungefähr 3,5, 4 Monate, dann kann ich keinen Studenten nach Hause schicken und der kann dann, er oder sie, kann dann nicht zu Hause hingehen und zeigen, guck mal, was ich hier Tolles programmiert habe. Im Gegenteil, wir beschäftigen uns mit kleinsten Sprachproblemen, die vielen Probleme bereiten. Was ist eine Klasse? Was ist Instanzierung? Was ist ein Typ? Was sind generische Typen? All das ist generische Programmierung. All das beschäftigt uns so sehr, dann programmieren wir im Augenblick mit Java 9 mit der J-Shell. Es beschäftigt uns so sehr, dass wir eigentlich nie dahin kommen, dass man was vorzeigen kann, was irgendwie cool ist. Ein anderes Erlebnis, was ich dazu hatte, ich war auf dem Startup Weekend Mittelhessen, war ich Juror. Und da gibt es wunderschöne Ideen. Und ich hatte den Gedanken, eigentlich ist das völlig peinlich, dass hier so wenige Informatiker sind. Ich müsste eigentlich einen Bus nehmen können, zu meiner Hochschule fahren, 50 Studierende nach dem ersten Semester, meinetwegen zweiten Semester reinladen, hinfahren und helfen bei der Realisierung von wunderschönen Startup-Ideen. Ich habe nichts, wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich was beigebracht, dass man was zeigen kann. Das hat damit auch zu tun, hier Mobile-Apps. Mobile Applikationen sind das Ding. Wir können keine Desktop-Applikationen mehr entwickeln. Das ist relativ langweilig. Das ist Technologie von gestern, macht heute kaum mehr einer. Wenn Java zum Einsatz kommt, dann auf dem Server. Java Enterprise Edition gibt es ja. Da hat es noch vollkommen seine Daseinsberechtigung. Aber für die App-Entwicklung. Wenn wir dann anfangen, so etwas zu machen wie Android-Programmierung, muss man einen relativ langen Lernweg hinlegen, bevor man überhaupt in der Lage ist, irgendeine App zu machen. Und das Ganze ist relativ aufwendig mit Hochladen auf dem Handy. Nehmen wir als Beispiel dazu mal React Native. Das ist ein Framework, was von Facebook angeboten wird. Da haben wir neulich auch einen Workshop zu gemacht. Der Sven Herrchenhain hat den hier an der Hochschule gemacht, von Webmontag Gießen. Man programmiert erstmal eine reine Browserumgebung, man braucht nichts zu installieren. Man programmiert und hat Augenblicke später die Applikation auf seinem Handy laufen, kann zuschauen, was die tut und hat unmittelbares Feedback, kann den Code verbessern. Eine Sekunde später ist der Code wieder hochgeladen auf dem Handy. Das ist cool. Hätte ich das im ersten Semester, da müssten wir allerdings JavaScript machen. Dann kann man sofort nach wenigen Monaten etwas zeigen. Sind wir wieder bei Zeig mir was. Also Mobile Apps zu entwickeln mit Java im ersten, zweiten Jahr, gewagte Nummer, sehr aufwendig und kaum tauglich zu skalieren mit 150, 200 Studierenden. Was mich aber noch mehr beschäftigt, ist die Frage, welche Bedeutung hat Java eigentlich bekommen inzwischen? Die Java Virtual Machine, coole Sprache übrigens, coole Plattform, die da engineiert worden ist, ohne Frage. Und auch Java, will ich jetzt nicht sagen, ist eine interessante Sprache, entwickelt sich gerade in sehr interessante Richtungen, nimmt neue Sprachkonzepte auf, Lambda Expressions, Streams. Da fehlt zwar noch so einiges, aber es ist eine schöne Sprache, die einen auch intellektuell herausfordert. Aber wenn man jetzt mal sieht, welche Bedeutung die JVM bekommen hat, es gibt ein paar andere Sprachen noch drumherum. Auch sehr interessante, wie Frege zum Beispiel. Aber das neue Assembler ist JavaScript geworden. JavaScript, die Assembler-Sprache des Webs. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, ich muss JavaScript lernen, das ist meine zukünftige Programmiersprache. Jeder Informatikstudierende muss eine stark typisierte Sprache kennen. Am besten noch eine funktionale dazu. Aber das ist die Assembler-Sprache des Netzes. Ganz, ganz viele Sprachen werden übersetzt nach JavaScript, darum sollte man die Sprache können. Die JVM, Bytecode, damit beschäftigen sich höchstens Hartgesottene. Und Java ist nicht so gebaut, dass junge Menschen Lust hätten, dafür Compiler zu bauen, die auf Java dann laufen und dann wieder nicht im Web oder mobil unterwegs sind.
Das ist auch so ein Grund, warum ich denke, JavaScript ist wertvoller geworden als Sprache, das zu machen, weil JavaScript ist die neue Assembler-Sprache des Webs geworden. Auch für mobile Applikationen wird das in den also ist das die tragende Kraft. Wenn ich auch mir anschaue, was ist mit Frameworks los und Sprachen, es passiert unglaublich viel in dieser webbasierten, mobilen Applikationswelt, JavaScript-basierend. Da geht wirklich die Post ab. Jede Woche, jeden Tag gibt es neue Frameworks, gibt es neue Experimente mit Sprachen. Startups werden gegründet, machen Frameworks, nutzen Frameworks, um ihre Ideen umzusetzen. Ist das alles im Java-Umfeld so? Mitnichten. Deswegen, Java hat im Grunde seine Berechtigung verloren, eine Mitmachsprache zu sein. Die Zeit ist längst vorbei, als es noch um Java-Applets ging. Auch uninteressant, da sind wir wieder bei Zeig mir was. Und was mein allerwichtigster Punkt ist, mit Java kann ich keine Storys mehr erzählen. Ich kann einem jungen Menschen wenig Spaß vermitteln oder Anschaulichkeit vermitteln, warum wir Java machen, außer dass wir eine anständige Sprache lernen. Ich kann nicht zeigen, ich kann keine Apps machen in den ersten paar Monaten. Es ist völlig, wirklich ernst. Es ist völlig langweilig, sich mit Java zu beschäftigen. Möchte ich eine geile Applikation vermitteln oder ein Können vermitteln, was man dann mit Java gelernt hat? Bin ich auf dieser JavaScript-Welt? Kann ich irgendwas anderes machen? TypeScript, PureScript, Elm, völlig spannende Sprachen. Die werden selbst von jungen Menschen gebaut. Die nutzen junge Menschen und ich sehe dauernd Stories. Gehen Sie mal an den Zeitschriftenstand im Bahnhof. Eine Java-Zeitschrift. Was erzählt die? Immer Enterprise-Umgebung. Gucke ich mir eine webbasierte JavaScript, Web-Development, dann lerne ich was über User-Interface-Design, ich lerne etwas über mobile, ich lerne künstliche Intelligenz, ich lerne etwas über Frameworks kennen, wie man es cooler, wie man es reactive machen kann. Hier passiert das. Das ist wichtig, Stories erzählen zu können, die Spaß machen und junge Menschen mitnehmen. Ich glaube, Java ist nicht mehr zeitgemäß für die Lehre. Wir brauchen einen Ersatz. Aber wie die Lösung aussieht, das ist, glaube ich, schwierig. Aber gerne in den Kommentaren mitdiskutieren. Was glauben Sie? Was glaubt ihr? Was sollen wir machen in der Zukunft?